Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ich sag das immer falsch. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir, von einem Video von mir. Mir geht's nicht so gut. Man sieht es mir wahrscheinlich auch schon an. Also ich bin schon länger jetzt wach, aber ich komme gar nicht richtig zu Potte. Ich war schon duschen, meine Haare sind noch nass. Ich habe gestern euch schon in dem Vlog erzählt, dass ich so mich krank fühle, als ob ich krank werde. Und ich habe ja immer schon niedrigen Blutdruck und ich habe gestern Abend halt Blutdruck gemessen und heute Morgen Blutdruck gemessen. Ich habe total niedrigen Blutdruck. Der ist bei um die 90 zu so 55, 60 und der Puls ist bei 58, 59. Also ich fühle mich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich bin total müde. Ich glaube, der ist noch, also ich habe ja eh schon immer niedrigen Blutdruck und niedrigen Puls gehabt, aber dadurch, dass ich halt aufgehört habe, Nikotin zu dampfen, ist es, man sieht das, ich habe ja diese Fitbit-App-Ding, also ich trage so eine Uhr und habe eine App dafür und da sehe ich halt, dass die Kurve extrem runtergeht. Seitdem, das ist jetzt so 7 Wochen ungefähr, wo ich ohne Nikotin bin, und es geht halt stetig runter. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, gefährlich ist es ja nicht. Jedenfalls, wenn man das beim Arzt immer irgendwie angesprochen hat, dass man so niedrigen Blutdruck hat, dann und die das halt getestet haben, haben die immer gesagt, seien Sie froh, Sie werden niemals einen Herzinfarkt oder so bekommen. Ich werde mich jetzt erstmal hier schminken und fertig machen und dann werde ich mal Frühstück machen und dann hoffentlich geht es mir dann besser. Hallo, schläfst du noch? Ja. Schläft noch. Ich habe schon unser Bett abgezogen und die Waschmaschine läuft, aber ich muss sie, also das Bettzeug ist noch nicht drin. Wir haben ganz viel Wäsche irgendwie. Gestern habe ich auch schon gewaschen und dann ist die Waschmaschine immer stehen geblieben. Also die zeigt dann mit Trockner so 7 Stunden an, sage ich jetzt mal. Und dann auf einmal ging es nicht mehr weiter. Und dann musste ich die wieder von vorne an machen und das ging ein paar Mal so. Deswegen habe ich gestern gar nicht gewaschen. Also schon, aber nichts fertig gekriegt und heute geht es von vorne weiter. Und gleich ist die Bettwäsche dran. So, meine Lieben, ich habe heute die Kamera rausgepackt, denn sonst habe ich ja die ganzen Tage mit dem Handy gefilmt, weil das halt sehr viel einfacher ist. Ich habe aber gedacht, da ich ja eh arbeitslos bin, in Anführungsstrichen, habe ich auch die Zeit und kann mit der Kamera filmen und das dann alles auf den Laptop laden und da schneiden und so. Das ist ja dann für euch eine viel schönere Qualität. Ich kann Musik einspielen und ganz viele andere Sachen. Ich kann euch hier überall Sachen einblenden, sowas wie gib mir bitte einen Daumen hoch oder so. Oder darüber würde ich mich freuen. Und ja, deswegen mit der Kamera heute. Zu sehen ist hier unser Kompost. Ich habe wieder angefangen, das zu trennen. Also ich hatte jetzt über den Winter hier eine Tonne, wo immer Essensreste reinkommen und so auch alles, was eigentlich sonst auf den Kompost kommen würde. So Bananenschalen, Kaffeefilter und sowas. Und jetzt mache ich das halt wieder separat, denn wir haben ja unseren Garten aktiviert und brauchen wieder Kompost. Hier seht ihr, wie schön alles wächst. Das habe ich euch über die letzten Tage auch schon gezeigt. Und deswegen möchte ich wieder ganz viel Kompost haben, damit ich den schön umgraben kann und so. Also untergraben, unter die Beete. Und ja, ich bin so ein Kompostmensch und finde immer, alles, was auf den Kompost gehören würde, ist verschwendet, wenn man es wegschmeißt und nicht auf den Kompost haut. Und ja. Oh, Smurfy, ich erschrecke mich immer, wenn du bellst. Er sieht wieder die Nachbarn, die in ihrem Garten werkeln. Du kannst gleich Pokémon bei mir auf dem Handy spielen. Ja, ich habe extra die Kamera mitgenommen. Oder nehmen sie mit, damit du mein Handy benutzen kannst. Wir gehen in die Stadt spazieren. Ja, ist schön, dass nicht so viel los ist, ne? Das ist echt angenehm. Oh, Hund. Ich habe heute so einen Vlog gesehen von jemand anderen. Und die haben sich einen zweiten Hund geholt.
Ja, jetzt will ich auch wieder vermehren. Das war voll schön. Ja. Ich bin ja auch im zweiten. Ja, ich weiß. Wir alle. Komm, fein. Du bist immer schwer beschäftigt. Das Kind auch. Seht ihr nicht. Er ist seine Arena am Kämpfen. Pokémon wieder aktiviert. Irgendwie muss man ja die Zeit rumkriegen ohne Schule, ohne Hobbys, ohne Freunde treffen. Und ja. Und jetzt gerade habe ich mit Bernd telefoniert und er hat gesagt, im Radio haben sie gesagt, dass das eventuell bis nach den Sommerferien so bleibt, dass die Schulen geschlossen bleiben. Und dass man dann halt Sachen runterladen kann vom, jetzt zum Beispiel für uns Land NRW, die Kinder dann zu Hause machen müssen, um halt ungefähr denselben Stand zu haben. Weil nach den Sommerferien hätte unser Sohn dann ja den Schulwechsel, 5. Klasse. Und ja, da müssen die ja halt auf einem Stand bleiben. Und so schön das dann auch ist, jetzt so frei zu haben, ausschlafen, nicht so die großen Verpflichtungen. Klar machen wir auch ein bisschen was für die Schule, aber es ist jetzt halt was anderes, als wenn die Klausuren schreiben oder halt Arbeiten schreiben, Tests und so. Oder halt einfach so ein bisschen zu Hause üben. Aber wenn das bis nach den Sommerferien geht, dann wird den Kindern richtig langweilig, weil die dann halt ja keine sozialen Kontakte haben. Und ja, das ist echt extrem schwierig dann, würde ich sagen. Mal gucken, wie wir die Zeit dann rumkriegen. Aber vielleicht ist ja auch nach den Osterferien der Spuk vorbei. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Unglaublich, wie leer die Stadt ist, ne? Ja, schon. Bei uns hier in der Stadt ist so ein Geipings Vortagsladen und da gibt es immer Brot, wie der Name schon sagt, vom Vortag von Geiping zum halben Preis. Und da gibt es halt nicht nur Brot, sondern auch Teilchen. Seht ihr, da steht das sogar, Vortagsladen von Geiping. Und die haben heute so Häschen gehabt. Habe ich für unseren Sohn mitgenommen. Als Leckerchen zwischendurch. Ja, und die Brote, die werde ich halbieren und die Hälfte einfrieren und die Hälfte draußen lassen. Ja, zum halben Preis. Ich habe jetzt für alles 5 Euro bezahlt. Ich habe gerade mit Bernd gesprochen. Wir überlegen, was wir heute essen sollen. Und es wird wohl auf Kartoffeln wieder hinauslaufen. Wir hatten so viel Kartoffeln geholt, weil wir nicht ja wussten, wegen hier Krise und so, ne, wie viele... Ja, wie lange gibt es noch Kartoffeln? Und deswegen haben wir so viele Kartoffeln geholt, dass wir jetzt erstmal nur Kartoffeln essen. Und es gibt heute Kartoffeln mit Salat, mit so einer Sahnesoße, mit Zwiebeln, die... Boah, hallo, überbelichtet. Jetzt, vielleicht sollte ich nicht so hin und her rennen, wenn die Sonne so scheint. Also, es gibt Salat, Kartoffeln... Dann haben wir hier noch so Nuggets irgendwo. Ja, hier Golden Nuggets. Die haben wir den Tag im Netto. Oder Bernd hat die aus dem Netto mitgebracht. Und dann gibt es noch dabei Speckböhnchen. Die mache ich dann. Und Rotkohl. Das passt so nicht alles zusammen, aber ja, so sind wir manchmal. Und hier habe ich irgendwo noch Böhnchen im Eisfach versteckt unter dem ganzen... Ja, hier ist noch Barf-Fleisch vom Hund. Hier sind die veganen Burger-Patties. Erdbeeren für unseren Shake. Und hier ist noch ein Rest Bohnen und Speck. Dann zeige ich euch, welchen wir immer nehmen. Als Speck haben wir immer irgendwo... da ist der Speck. Der. Der schmeckt echt super. Wie Speck
von Vivera. Den holen wir entweder in der Metro immer oder bestellen den auch online. Und du? Hast Hunger? Der hat gerade die ganze Zeit geschlafen jetzt. 2 Stunden oder so nach der Stadt. Und jetzt sagt er, es ist Essenszeit. Soll ich dir dein Fresschen geben? Betteln kannst du, ne? Ja. Okay. Ich habe einfach mal die Wäsche hier auf dem Balkon aufgehangen, anstatt den Trockner zu benutzen. Und die hängt jetzt noch nicht lange draußen. Die ist schon fast trocken. Also das funktioniert schon echt super. Ja, ich mache gerade Essen warm. Ah. Soll ich dir raushelfen eben? Rein? Warte, ich komm. Klemmt immer, ne? Der Bernd wollte den Haken da dran machen. Und bis dahin müssen wir das hier. So, ich mache mit dem Fuß immer das Tor ein bisschen hoch und dann. Ich mache wieder zu, ja. Bis gleich. Ja, wer wartet denn da auf mich? Ich sag ja, wer wartet denn da auf mich? Ihr beide? Ja, hi. Warte, ich komm rein. Geh ab. Ja. So, Rocky, einmal was. Soweit alles vorbereitet fürs Abendessen. Ich muss halt gleich nur noch die Töpfe alle anschmeißen. Und ich habe euch gestern gefragt, hier mit diesen Ablagerungen in den Dosen, woran das liegt. Und die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass es an der Mikrowelle liegt. Dass die nicht so Mikrowellen geeignet sind. Und dass, wenn dann das Fett heiß wird da drin, dass es dann deswegen diese Ablagerung gibt. Vielen Dank für den Tipp. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Dann hätte ich die gar nicht alle benutzt für die Mikrowelle. Die teuren Dosen. Ich finde das so hässlich. Und ja, ich gelobe Besserung. Ich möchte sie nicht mehr für die Mikrowelle benutzen. Das ist hier der Speck für die Speckböhnchen. Ich schneide den immer noch mal durch, weil ich die Streifen ja etwas zu dick finde. Ich würde voll gerne eigentlich renovieren jetzt hier, ne? Das wisst ihr, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, dass wir halt sowieso gerne renovieren möchten. Aber es geht jetzt halt nicht wegen dem Schimmel. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, dass wir ja die Termine für den Schimmel, die Beseitigung, da wollten ja hier Handwerker kommen. Und wir haben das verschoben, weil wir wollten hier nicht jetzt 5, 6 fremde Handwerker rumrennen haben, den ganzen Tag in der Wohnung mit dem Coronavirus und so. Man soll das ja halt vermeiden. Kontakte und so. Deswegen haben wir es halt verschoben. Und es wäre ja nur provisorisch gewesen. Der Schimmel wäre wahrscheinlich wiedergekommen. Sowieso wiedergekommen. Und ja, jetzt müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Der Brief vom Anwalt ist ja raus. Und ja, Mietminderung haben wir ja auch jetzt gemacht. Also im April ist die erste Zahlung mit der Mietminderung.
einfach abwarten. Was hast du denn? Dem ist so langweilig, dem fällt langsam so richtig die Decke auf den Kopf hier mit dem ganzen Coronavirus zu Hause bleiben. Oh, so, ich zeige euch, was ich mache. Hier sind die Kartoffeln, da ist der Rotkohl, die Nuggets gibt es dazu und schaut mal hier die Bohnen. Seht ihr den Unterschied? Das sind die Bohnen aus der Dose, die ich letztens gemacht habe. Die waren im Kühlschrank, die wärme ich jetzt einfach noch mit auf. Und das sind die Bohnen, die ich heute gemacht habe. Das waren Tiefkühlbohnen. Die haben halt wesentlich mehr Farbe. Und hier mache ich gerade noch so ein Sößchen dazu. Das ist einfach so eine, ja, eine Dosensoße oder Tütensoße oder wie soll ich sagen. Also einfach nur Wasser kochen, Pulver rein. Und dann gibt es hier diesen Salat nachher mit... Hier ist die Sahnesoße. Das ist also diese vegane Schlagfix-Sahne, ungesüßt, Zwiebeln, Essig und Zucker. Und die wird dann so richtig schön dick. Von dem Essig ist es, glaube ich. Und das schmeckt richtig lecker, wie von meiner Oma früher. So, die kocht auch. Dann kann ich die runterstellen. So. Okidoki. Dann kann es ja gleich losgehen. Gleich ist Feierabend und dann kommt der Bernd nach Hause. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon hier die Auswanderer im Hintergrund laufen. Ich gucke die ja so gerne und habe noch ganz viel aufgenommen von denen. Und ich schätze mal, dass da demnächst auch Videos kommen zum Coronavirus. Weil die ja auch betroffen sind, ne? Auf Mallorca da, die ganzen Promis, Auswanderer, dass sie da Einbußen haben, wenn die Hotels zu sind und alles. So, ich falte hier gerade, oder hängen die noch auf, die, also ich habe Lappen gewaschen, die sind nicht im Trockner gewesen, die sind schon trocken, der noch nicht, deswegen falte ich die trockenen und die anderen hänge ich auf der Heizung. So. Smurfy nicht? Nicht mein Gummistiefel? Komm. Komm hier. Ich sag euch, der macht ganz viel Mist jetzt, weil er so langweilig ist. Hat er sich meine Gummistiefel da gekrallt? Ja, was soll er machen, ne? Der ist halt ein ganz anderes Leben gewohnt. So viel auf der Hundewiese, Kontakt zu anderen Hunden. Training ein-, zweimal die Woche. Das fällt jetzt halt alles flach. Ja, ich versuche zwar immer schon, ihn zu beschäftigen, so mit Leckerchen suchen und was weiß ich alles, aber es ist alles nicht dasselbe. So, die Waschmaschine ist auch in 3 Minuten fertig, oder eher gesagt der Trockner. Dann kann ich unser Bett nachher noch eben beziehen nach dem Essen. Und... da können wir uns dann nachher wieder hinlegen. Es ist auch wieder sauber. Ja, meine Lieben, ich habe euch wieder mit durch unseren, ja, We-Stay-at-Home-Alltag genommen. Oder durch meinen, eher gesagt. Ist ja jetzt doch wieder alles anders, dadurch, dass Bernd arbeiten ist. Ist es eigentlich so, als ob ich einfach frei habe. Es ist komisch, sage ich euch. Also... wir hatten Angst natürlich, als wir unseren Laden schließen mussten. Ja, weil halt die Einnahmen wegbrechen, ne? Und
Ja, weiß man nicht, ob die Kunden wiederkommen. Auch im Nagelstudio weiß ich nicht, ob meine Kunden wiederkommen. Einige mit Sicherheit, so die richtigen Stammkunden. Aber einige kommen vielleicht auch nicht wieder, weil sie die Nägel abhaben und dann keine mehr brauchen oder wollen oder wie auch immer. Also da hat man sich natürlich Sorgen gemacht. Aber man hat sich natürlich auch auf die Zeit gefreut, besonders ich, auch mal einfach ja, entschleunigt durch den Alltag zu gehen, gemeinsam als Familie. Ja, das halt als positiv anzusehen. Das habe ich euch auch immer gesagt, ne, dass ich versuche, das positiv zu sehen. Ja, und jetzt ist Bernd halt wieder arbeiten, ne? Der fehlt mir, aber natürlich, ja, bin ich auch froh, wenn die Einnahmen weiter reinkommen. Wir haben auch erst gedacht, dass jetzt halt nicht viel los ist, weil die Menschen denken, dass halt zu ist, da ja alles zu haben muss. Jetzt klingelt der Trockner. Dann kann ich die Wäsche rausholen. Schaut euch an. Er kaut hier mein Wägelchen an. Hör auf. Hör auf, lass den. Den brauche ich nochmal. Damit möchte ich nochmal einkaufen gehen. Ach Mann, armes Tier. Mal den Freund holen. Ja? Jetzt kaue ich noch die Kamera an. Ich würde das Video jetzt hier beenden. Es ist nach 19 Uhr. Bernd kommt jetzt jeden Moment von der Arbeit und wir werden unser tägliches Abendprogramm hier starten, was wir als Familie genießen möchten. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss!